Schweiz für 4 Minuten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, eine Justizdebatte muss primär die Frage nach der Freiheit stellen. Ganz besonders, wenn das Ministerium einer selbsternannten liberalen, viel von Freiheit schwadronierenden Partei untersteht, die sich in Wahrheit aber längst durch und durch dem Staat, also dem kältesten aller kalten Ungeheuer, verschrieben hat. Auch in einem Rechtsstaat geht die größte Bedrohung der Freiheit der Bürger immer vom Staat aus, damit auch vom Justizminister. Die Freiheitsthemen der letzten Wochen waren Versammlungsfreiheit, die Diskriminierung Ungeimpfter und Impfpflichten. Versammlungsfreiheit ist immer Minderheitenschutz, denn die Mehrheit kann ihre Anliegen auch ohne Versammlungsfreiheit artikulieren. Aber wie ist es um die Versammlungsfreiheit bestellt, wenn eine Abgeordnete der Grünen wie Saskia Weishaupt auf Twitter ernsthaft den Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray gegen friedliche Abweichler von der öffentlichen Doktrin fordert? Und warum hat der Justizminister sich nicht von dieser Äußerung distanziert und die Kollegin zum Rücktritt vom Mandat aufgefordert? Die Bürger, die aktuell ihren Protest gegen Impfpflichten kundtun, können dies nicht ohne Angst vor Repressalien tun. In Baden-Württemberg zum Beispiel werden Allgemeinverfügungen erlassen, die über Wochen alle Spaziergänge pauschal verbieten und kriminalisieren. Ein Blick ins Gesetz zeigt die Problematik. Die Untersagung von Versammlungen ist nach Beendigung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, also seit November 2021, nach dem IFSG ausgeschlossen. Diese generellen Vorabverbote mit Androhung unmittelbaren Zwangs sind auch evident unverhältnismäßig. Vor allem aber ist offensichtlich, dass friedliche Spaziergänger keine Gefahr für unseren Rechtsstaat darstellen. Selbst wenn ein Verstoß gegen Versammlungsrecht vorliegt, wäre die Auflösung eines friedlichen Spazierganges unverhältnismäßig, vor allem weil im Freien gerade keine relevante Ansteckungsgefahr besteht. Ich sage es ganz deutlich. Diese Spaziergänger verteidigen den Rechtsstaat, und ihre Kriminalisierung ist Unrecht. Diese Bürger verteidigen den Rechtsstaat gegen eine Regierung, der das Grundgesetz, die rote Linie für jedes staatliche Handeln, nach ausdrücklicher Ansage des Kanzlers egal ist. Und gegen einen Justizminister, der vor allem herumlaviert, weil er eigentlich gerne eine Impfpflicht einführen würde, aber vor den Konsequenzen des Bruchs eines zentralen Wahlversprechens zurückschreckt. Solange nicht zwangsgeimpft werden kann, ist das Mittel der Wahl die Diskriminierung aller, die sich nicht oder eben kein zweites, drittes, viertes oder wievieltes Mal impfen lassen wollen. Die gestern erlassenen faschistoiden Maßnahmen der Präsidentin mit der Abgeordnetenrechte in einer seit langem nicht mehr gekannten Weise beschränkt werden, sind eine Schande. Herr Abgeordnete, ich möchte Sie bitten, bei unserer parlamentarischen Sprache zu bleiben. Und ich glaube, dass Sie nicht so geschichtsvergessen sind, etwas, was wir heute an Maßnahmen machen, mit einer sehr dunklen Zeit dieses Landes zu vergleichen. Ich sprach von faschistoid und habe nichts verglichen. Aber ich als Abgeordneter habe es trotzdem relativ einfach im Vergleich zu den normalen Menschen, die gesellschaftlich geächtet und vom sozialen Leben ausgeschlossen werden. Im Vergleich zu jungen Menschen, deren Studium oder Berufsausbildung faktisch unmöglich gemacht werden. Im Vergleich zu Arbeitnehmern im Gesundheits- oder Pflegesektor, die trotz des bestehenden Personalmangels durch die verabschiedete besondere Impfpflicht aktuell in Scharen aus ihrem Beruf gedrängt werden. Schon vor Wochen hat der Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Grundgesetz der Träger der Richtlinienkompetenz sich für eine Impfpflicht für alle als Kanzler festgelegt und ihre Einführung für Ende Februar, Anfang März angekündigt. So einfach wie gedacht läuft es aber nicht. Denn zu offensichtlich Kommen ist, Sie dass bitte eine langsam Impfpflicht, zum Schluss. Ich bitte um Nachsicht, ich habe ja keine Uhr. Denn zu offensichtlich ist aber es, Ihre dass Redezeit eine ist jetzt abgelaufen, das sage ich Ihnen gerade. Kommen Sie jetzt bitte zum Schluss, einen letzten Satz. Zu offensichtlich ist es, dass eine Impfpflicht unverhältnismäßig und verfassungswidrig ist. Scheitert die Impfpflicht, scheitert Olaf Scholz. Aber kommt die Impfpflicht, scheitert der Justizminister, jedenfalls dann, wenn er sein Amt als Vertreter der Freiheit versteht und nicht als Erfüllungsknecht. Vielen Dank. Das war der Abgeordnete Seitz. Und jetzt
bekommt das Wort zu seiner ersten Rede der Abgeordnete Helge Limburg von Bündnis 90 Die Grünen.